Nehmen wir eigentlich schon auf? Ja, ne? Ja, wir nehmen schon auf, egal. Mitten ins Geschehen. Achso, ich dachte, wir fangen einfach dann an. Nee, wir fangen jetzt an. Also wir haben schon angefangen. wie viel sind denn da eigentlich? Das habe ich ungefähr 5-mal gesagt, wir fangen ja schon an. 4 Stück. Ja, vielleicht kriege ich die auch... Na, vielleicht auch nicht. Ich will mir da nicht zu viel zumuten. So, die gucken nicht... Aber der Dicke guckt immer, das ist blöd. Dicke guckt immer noch. Weißt du was? Ich kletter mal weiter nach oben. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Obwohl ich es nicht glaube. Vielleicht steht er auf dem Dach. Guck mal, der steht ziemlich weit oben. Na, bitte. Aha, guck mal, der steht auf dem Dach. Oh, ah. Da ist er schon, die Zwischensäcke. Ja. Ja. Oh, assassinate. So the prodigal assassin returns. Was muss ich machen? Naja, ihn umbringen halt. Aber wie? Versuch mal rumzulaufen, das ist doch offen von allen Seiten. Stimmt. Ah, ich hab Angst vor ihm. Oh, kann der... Oh, der kann zaubern. Okay, das sollte ich also nicht das machen. Geht nicht. Wieso kann der denn zaubern? Hä? Aber so also es zieht dir aber keine Energie ab, ne? Also keine Gesundheit ab. Es ja, stößt dich praktisch nur weg. Aber er ist weg. Oh nee, aber dann ist er weg. Oh, das ist doof. Okay, das ist wirklich doof. Aber jetzt naja, wahrscheinlich ja 200, jetzt ist er 120 Meter unter dir. Wo ist er denn jetzt? Dahin irgendwo, ja. Das finde ich blöd. Also da ist eine, nee, zwei Wachen sind da. Zwei, ja. Ehm. Kann ich die von hier oben? Ja, nur den einen, aber das sind Scharfschützen, die sollten nicht besonders viel Lebenspunkte haben. Ja, ich komme auch nicht von hier oben daran. Also. Achso, das ist zu weit weg. Ah, den jetzt. Jetzt den, ja. Genau, den anderen kannst du einfach so umbringen. Oh, der sieht dich sogar gar nicht. Nee, das ist ein anderer. Der sieht mich. Ich meine halt da den. Drin. Ja, da drin ist nur einer. Warum stehe ich jetzt auf der Bank? Das ist eine Bad Bank. So. Ich dachte schon, das wäre der Endkampf. Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ja, das war auch so ein bisschen vorhersehbar. Echt? Finde ich nicht. Naja, dass es jetzt nicht ganz, ganz schnell gehen würde. Aber ich will, dass es schnell geht. Komm ich darüber? Versuch's doch. Wenn nicht, dann sollte er sich ja eigentlich an der Wand festhalten. Wo ist er jetzt? So. Trop ist Kreis. Nee, spring doch einfach ab. Naja, da springt er aber noch. Achso, er will ja nicht. Hm. Ah, na gut, dann einfach. Will. Nee. Aber ich kann doch nicht da nach unten. Da sehen mich doch alle. Oder? Vielleicht nicht. Da ist doch niemand. Bestimmt. Oh. Ja, aber hier zwischen ist ja keiner, sozusagen. Die anderen sind ja alle erst um die Ecke. Schnell wieder nach oben. Nee, haben wir es doch noch über die Fenster. Ich bin da kreuz und quer. Ja. So, oben gefällt es mir nämlich viel besser. Ach, jetzt plötzlich. Ja. Das ist steil. Jetzt läufst du doch immer so gerne auf dem Boden rum. Jetzt glaube ich... Oh, wo ist denn der? Im Untergrund? Ich bin schon da. Also, zumindest wird das ziemlich nah bei der Treppe da angezeigt. Geht auch über die Häuser links. Links ist da. Ja. Ja. Ja, oh. Wenn du oben bist, sollten die dich eigentlich nicht sehen. Sollte. Ja, da ist ja auch so ein Weg und so. Naja, jetzt haben sie mich doch gesehen, aber ich darf schnell weg. Hier sehen sie dich nicht.
So, da sind ja, vier aber gewesen. Genau, guck mal, wie wir da. Oh Gott, das sind ja mehr als vier. Das sind Go. Tolle Anweisung. Rauchbombe. Ich habe noch ein Berserk Blade übrig, ne? Den habe ich ja vorhin nicht. Ja, aber das sind jetzt viel zu viele. Warte mal, ja, was soll guck, ich sonst mal machen? Guck mal richtig hin, wie das aussieht. Aber das ist doch einfach offen, ne? Warum nimmst du nicht eine Rauchbombe und gehst rein? Weil ich Angst habe. Ich habe so einen geh doch auf die, oh, auf die Leine. Ja. Geh schnell auf die Leine, wirf eine Rauchbombe und dann verschwinde da rein. Meinst du? Guck mal, da ist doch so, das dreht sich doch da. Also das ist irgendwie eine Mission oder sowas. Dann okay, warte, ich warte, bis die drei hier. Also sieht zumindest so aus. Ich weiß, was du meinst. Ich verspreche jetzt nichts, aber. Ich will nicht versagen. Du bist vorbeigelaufen. Nein, ich bin vorbeigelaufen. Rechts. Na toll. Da ist ja gar keine Zwischensequenz. Manu! Nein, oh, hier sind auch noch Sackgassen. Aber vielleicht laufen sie mir nicht hinterher. Oder? Guck mal, die laufen ja, nach warte. Oben. Du kannst auch Eagle Vision machen, ja. Um zu schauen. Nee. Doch, puh. Sieht man. Na, siehst du, hat doch geklappt. Abgesehen davon, dass du ein bisschen nach rechts abgedriftet bist. Ja, ich dachte echt, ich bin reingelaufen. Naja. Okay. Ja, die laufen hoch. Es hat geklappt. Pui, ich hoffe, ich bin heute auch richtig hier. Ja, ganz bestimmt. Ja, na dann lasse ich mich mal von deinem. Ja, der ist sogar auf der gleichen Ebene. So, steht er jetzt wieder da hinten? Wird der noch nicht angezeigt. Oh, was ist das? Oh, das ist. Ach, das ist Dingens. Ah, Elise. Ja. Achso, das ist jetzt wegen Eagle Vision so. Interact. Achso, ja, doch gut. Verbündete doch gut. Sind doch grün. Ja, ich bin schon froh, ich hangel mich hier von Zwischensequenz zu Zwischensequenz. Mann, ein Zungenbrecher. Och, das stört mich. Oh, er schon wieder. Oh, war sie vorbereitet? Es ist quite the reunion. Stay hidden. Keep him talking. Oh, der macht mir Angst. Ja. Dachtest du da? Zum Mal versuchen wir einfach auf ihn zu schießen. Mit der Waffe. Ja, stimmt. Ja, ist zu weit weg. Aber vielleicht bei der nächsten Säule? Oh Gott. Bin ich im blauen Brustbereich? Nee. Guck mal, ich habe ihn schon was abgezogen beim letzten Mal. Ich bin super. Ja, aber kannst du nicht zu der Säule hinter dir gehen? Ja. Also auf der linken Seite jetzt von. Ja, hinter dir meine ich. Ja. Oh, achso, oh. Ich hab gleich gesehen, dass ich Schaden nehme. Ich habe irgendwie nur darauf geachtet, dass ich ihn treffe, aber. Na gut. Also so geht's nicht. Ich habe aber auch nur geguckt, ob du ihn triffst. Aber ich dachte, ich hätte gesehen, dass du ihn getroffen hast. Aber mal schauen. Nee, ich habe völlig daneben getroffen. Wie, ja, das war jetzt blöd mit dem Britzel. Mit dem Britzel daneben. Naja, also ich. Ah, jetzt nimmst du doch Schaden. Wieso hast du vorhin keinen Schaden? Ja, wahrscheinlich war das nur so zur Einstimmung. Ja. Ah, leider hat's nichts abgezogen. Ich will auch nicht zu weit nach vorne. Also anscheinend haben Waffen keine Auswirkung auf ihn. Bist du ja sicher, dass du ihn schon getroffen hast? Nein, also es wird mir auch gar nicht als schwarz oder als rot angezeigt, wenn ich auf ihn ziele. Ach so, das meinst du. Ach, weißt du was, ich versuche einfach mal ihn von hinten. Jetzt! Guck mal, nee, ich kann den nicht auf den schießen. Also, das wäre sonst rot.
Achso, ich habe auch die falsch. Yes. Killing me won't stop anything. Vielleicht eine Rauchbombe? Nee, pass auf, ich stürme auf ihn. Ich bin mal ganz mutig. Ich weiß nicht, ob ich das bringe. Also das nächste Mal, wenn er wieder zurückläuft, oder wie? Ja. Wir haben ja genug Versuche. Wir sind ja... Übrigens, das Schwert, das kennen wir ja eigentlich schon. Ach, guck mal, ich habe ihm ein bisschen was abgezogen. Ja. Jetzt ist er wieder weg. Oh, nee. Also du musst ihn mehrmals assassinieren, praktisch. Ja. Aber wenigstens taucht er hier wieder auf. Jetzt muss ich wieder. Ich sehe nichts. Aber sie hat doch gerade eine Rauchbombe geworfen. Achso, du hättest jetzt eigentlich auf ihn zustürzen können. Ja. Vielleicht nicht direkt auf ihn zurennen, wenn er dich anbritzelt. Das ist voll schwer. Ja, also, das ist eigentlich ganz gut, dass Elise dir auch versucht, ein bisschen zu helfen. Naja, aber am anderen Ende des Raumes, was soll mir das bringen? Ja, das war jetzt... Du musst aber mitdenken, ich glaube, das war jetzt eher Zufall, dass das am anderen Ende des Raumes ist. Scheiße. Weil an sich haben wir uns den Raum auch noch nicht so richtig angeschaut, oder? Also, wir haben mal einmal rumlaufen und... Naja, da sind überall diese Stehlen, wo man sich da verstecken kann. So, ich mache sogar das gleiche wie eben. This was never about power. It's always been about control. Did your father teach you nothing? Power and control. Oh, guck mal, da nehme ich keinen Schaden. Sehr wenig. Nee, doch, die Hälfte. Also ich muss ihn viermal erwischen, offensichtlich. Hä, aber so viel hattest du doch praktisch vorhin schon. Nein, ich hatte vorhin war er bei drei Viertel, jetzt ist er bei einer Hälfte. So, jetzt renne ich nicht auf den Zug. Wo ist eigentlich Elise? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du gerade eben den Schuss hier helfen. Nee. Jetzt war das nur so. Ja, das hat neu beladen, deswegen ist es wieder weg. Weißt du? Nachdem ich gestorben bin, war mein Fortschritt weg. Ach so, der taucht dann wieder. Ah, okay. Okay, jetzt ist er bei... Also jetzt muss ich noch einmal treffen, quasi. Genau. Wenn er jetzt... Mal wieder auf? Ja, der braucht so lange, Aha. Ja, ich rede nicht mit... Ich rede mit ihm, nicht mit dir. So, noch einmal. Aufhören zu labern. Guck mal, nicht mal die Untertitel werden mir angezeigt. Ja, gut, das ist ja häufig in den Kampfsequenzen. Was war das jetzt? Na, ich wurde getroffen, obwohl ich hinter der... Okay. Wir müssen ihn gemeinsam angreifen. Ah, okay. Ach so, er kann... Oh, heilig, ja, gut. Ach so, er kann auch direkt an einem bestimmten Ort irgendwie blitzeln. Ja, ich hab Rakete, komm ich jetzt. Ja, das sieht anders aus. Jetzt. Ah! Puh! Frag mich, was das? Ich will nicht nochmal. Diese Maske, die ist maximal unmännlich. Oh, der lebt ja noch. Ja, mit dem Winkel kann man den auch nun gar nicht bewegen. Natürlich, jetzt lass sie doch. Sie hat bisher gar nichts gemacht. Sie stand immer nur irgendwo und hat was. Objective Assassinate, das ist schon die ganze Zeit die Aufgabe. Also viel habe ich eigentlich nicht. Also ich bin ja so gelaufen eigentlich. Ja. Ich glaube, da war nicht so viel. Du konntest jetzt nichts machen. Nee. Elise! Elise!
Woher kommt das ganze Blut? Harry ist tot. Weiß ich nicht. Na, wir haben ihn ja verwundet, den Germain. Vielleicht ist es sein. Ah, er hat gespeichert. Sehr gut. Oh, nö. Aber der kann nicht mehr viel. Guck mal, da gehen wir jetzt hin und stechen einmal zu. Wie ich das immer gerne mache mit Leuten, die am Boden liegen. Jetzt aber. Genüsslich. Nur tendenziell ein bisschen eklig. Na, was hat er denn für schöne Erinnerung? Bravo, you've slain the villain. That is how you've cast this little morality play in your mind, isn't it? I'm not really here. I'm not really there either. At the moment, I'm bleeding out in the floor of the temple. But it seems the Father of Understanding has seen fit to give us this time to talk. Ah, a particular favorite of mine. I did not understand the visions that haunted my mind, you see. Great towers of gold, cities shining white as silver. I thought I was going mad. And I found this place. Dr. Millet's vault. Through his writings, I understood. Understood what? Somehow, through the centuries, I was connected to Grand Master de Millet. And that I'd been chosen to purge the order of decadence and corruption that had set in like rot. To wash the world clean and restore to the truth the Father of Understanding intended. That seems to have gone over well. Prophets are seldom appreciated in their own time. Exiled in the basement forced me to reevaluate my strategy, find new avenues for the realization of my purpose. No matter the cost. New order never comes without destruction of the old. And if men are made to fear untrammeled liberty, so much the better. A brief taste of chaos will remind them why they crave obedience. It appears we part ways here. Think on this. The march of progress is slow, but it is inevitable as a glacier. All you've accomplished is to delay the inevitable. One death cannot stop the tide. Perhaps it'll not be my hand that shepherds mankind back to its proper place. But it will be someone's. Think on this when you remember her. Der ein oder andere ein Tränchen verdrückt haben. Also in einem guten Hollywood-Film, der wäre jetzt noch aufgewacht. So, oh, lebt doch. Nicht so in diesem Spiel. Oh. Was ist aus der schönen Nacht im Ballon geworden? Schöne Erinnerung. Die blieb einzigartig. Ja. Na toll, jetzt habe ich zwei Rüstungen und alle Sync-Points, aber ich will doch. Elise! Mann. Na gut. Na dann.
gucken wir weiter. Kommt noch vielleicht was? Wacht sie ja noch auf mysteriöse Art und Weise auf. Ich glaube ja nicht. Das würde irgendwie nicht passen. Da würde ich mir dann auch verarscht vorkommen. Also es ist traurig, so wie es ist, aber wenn es anders wäre, wäre es auch blöd. Also das machen ja viele Filme falsch. So, dann denkt man, ja, ja, traurig, aber schade. Und dann ist es doch so, oh, geht doch gut. Das nervt einen dann auch. So. Ach, das ist aber hübsch. The creed of the Assassin Brotherhood teaches us that nothing is forbidden to us. Once I thought that meant we were free to do as we would. To pursue our ideals no matter the cost. I understand now. Not a grant of permission, the creed is a warning. Ideals too easily give way to dogma. Dogma becomes fanaticism. No higher power sits in judgment of us. No supreme being watches to punish us for our sins. In the end, only we ourselves can guard against our obsessions. Only we can decide whether the road we walk carries too high a toll. We believe ourselves redeemers, avengers, saviors. We make war on those who oppose us, and they in turn make war on us. We dream of leaving our stamp upon the world. Even as we give our lives in a conflict that has been recorded in no history. Oder sie geht auf wundersame Weise von der All that we do, all that we are, begins and ends with ourselves. Cool. Oh nein, der stirbt. Nee, ich glaube, da war ein Heuhaufen. War da ein Heuhaufen? Oh, geht noch weiter. Was lachst du? Ich habe nur gerade schon das Skelett vorne gesehen. Ach, der wieder. Napoleon. Haben wir uns wirklich mit ihm angefreundet, ja? Na, haben wir. Achso, da kann man auch so Missionen für den machen, ihm helfen. Mhm. Obwohl, der mag er ihn dann eigentlich nicht. Nachdem man ihm geholfen hat, was ein bisschen komisch ist. Na gut. Na? Nachabspann, oder? Ja, aber warum zeigt er mir jetzt einen neuen Schädel? Eklig. Aber die lächeln da. Nee, ich glaube nicht. Wir haben doch gar keine Muskeln zum Lächeln. Dafür muss man doch Muskeln bewegen. Ja, die wurden da jetzt eingemauert. Na, er war wohl einer von denen. Oh my God. I don't believe what I'm seeing. I won this fight 2 centuries before it started. Well done, kid. I don't think Abstergo will bother searching the catacombs for Germain's body. The bones are going to be too damaged, too decayed. We're in the clear at this stage. You did good work, Initiate. Until we contact you again, the best you can do is continue searching Arnold's memories for anything else you might have seen. 100%! Ja, das ist jetzt so ein bisschen Motivation für 100%. Aber es gibt ja noch ein... Na, wie heißt es? DLC. Achso, ja, stimmt. Vielleicht können wir uns dann irgendwann dazu durchringen. Ist zwei schon? Ne? Ich kenne nur eins. Achso, okay, gut. Ich hatte das falsch verstanden von der Regie. Okay. Die Regie hat auch gar nichts gemacht. Die gestikuliert nur wild. Na, die Regie hat mir mehrmals gesagt, da sind zwei Wagen vor dem Haus. Na, der eine geht nach Versailles und der andere ins DLC. Ah, und in Versailles, okay. Da ist der... Gucke, die Regie freut sich, dass ich was weiß. Ja, genau. Aber das, ich würde sagen, also wenn wir das spielen, dann machen wir es mit meinem Spielstand, weil ich bin auf Level 5. Ja, ich glaube, wir sind ja eigentlich auch nicht weit weg von der nächsten Stufe. Wir hätten jetzt nur geduldig sein müssen und zweimal 20 Minuten warten müssen oder eine andere Mission machen müssen. Dann hätten wir, glaube ich, genau so viel Geld, dass wir aufleveln hätten können. Ist ja auch egal. Wir haben es ja auch so geschafft. Sehr schönes Spiel, schöne Grafik, auch wenn manche was anderes sagen.
manche Technik-Freaks. Ja, also mir reicht die Auflösung. Ich kann mich nicht über die Grafik beschweren, wenn es nur halt nicht manchmal so ein bisschen buggy gewesen wäre. Auch in der Grafik. Okay. Aber an sich ist die Grafik halt sehr schön. Ja, manche. Ohne die Bugs. Ja, also ich glaube, wir kennen kein Spiel, wo es keinen Bug gibt. Also ja, aber wie vielleicht viele Tetris. Bugs pro Spielminute oder so, ist glaube ich schon nicht... nicht gerade in der Weltspitze der wenigsten Bugs. Aber ich fand es trotzdem, mir hat Spaß gemacht. Mir macht es immer noch Spaß. Ich spiele ja zu Hause noch bei meinem Spielstand ein bisschen die ganzen Nebenmissionen und so. Oh. Ja, da gibt es ja unglaublich viel. Also, ja. Wenn man da in dem Universum sich noch ein bisschen verlieren will, hat man auf jeden Fall sehr viel Gelegenheit, oder? Ja. Gut, noch was zu sagen? Wenn man jetzt geguckt hätte, hätte man wahrscheinlich auch festgestellt, dass dieses unterirdische Ding ziemlich riesig ist. Ne? Achso, ja. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Nee, ich auch nicht. Ich habe nur auf die Namen geachtet. Fällt mir jetzt nur gerade ein, weil wir jetzt langsam rauskommen. Achso? Von den Totenköpfen. Vielleicht, naja, hier ist ja nichts mehr mit Totenköpfen. Vielleicht da drinnen war das ja alles mit Totenköpfen gebaut. Oder mit Skeletten generell. Mhm. Na gut, jetzt kommt noch schöne Musik. Die könnt ihr euch noch anhören. Wir sagen schon mal Tschüss. Ja. Du auch? Mhm, ja, okay. Ich sag auch Tschüss. Ich habe nur gerade überlegt, ob es noch irgendwas zu sagen gibt. Aber nö. Schönes Fazit. Ja. Danke, Karin. Danke fürs Zuschauen. Ja, auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Let's Play. Von uns. Bei den Spielkindern. Genau. Sucht euch was aus. Ja. Wir haben alles Mögliche. Metal Gear, Planetary Annihilierung. Was auch immer. Und Auslöschung. Genau. Planetäre Auslöschung. Und vieles andere. Schaut einfach rein. Genau. Tschüss.